So, hallo, hallo, ihr Lieben. Ja, nochmal ein Video über das Gesetz der Annahme. Unsere Annahmen sind unsere Gedanken kreieren und kreieren eben auch andere Menschen, unsere Partner. Alle Situationen in unserem Leben werden durch unsere Annahmen und Rückschlüsse und Überzeugungen kreiert und manifestiert. Ja, hallo, hallo, mein Name ist Patricia Denner und in diesem Kanal sprechen wir, wie schon gesagt, über das Gesetz der Annahme, wie du das Gesetz der Annahme für dich nutzen kannst und wie du für dich anerkennen kannst, dass du aus göttlichem Design, aus Divine Design bist und eben keine Annahmen mehr aus einer beschränkten, bedingten Welt treffen musst, sondern Annahmen treffen kannst, die absolut ohne Bedingung, ohne Logik, ohne Erklärung, ohne Erlaubnisgeber sind, weil du durch deine Annahmen kreierst. Und diese absolute Manifestationspower, die ist in dir drin. Und wenn du verstehst, wie diese Dinge funktionieren, kannst du das Gesetz der Annahme, kannst du deine Gedanken dazu nutzen, dass sie dir eine Welt manifestieren, wie sie dein Herz begehrt, wie sie dir gefällt, wie du sie liebst, wie du sie schön findest für dich und für andere. Dein göttliches Design ist deine Superpower. Aber nur wenn du begreifst, dass du bedingungslos in dieses göttliche Design, diese göttliche Kraft und diese göttliche Power einsteigen darfst, manifestieren sich die Dinge aus größter Fülle, Erfüllung und Liebe. Und das müssen wir uns eingestehen. Wir müssen einmal begreifen, wir sind konditioniert mit einem beschränkten und bedingten Denken. Dieses beschränkte und bedingte Denken müssen wir jedoch nicht behalten. Wir können unbeschränkt denken, wenn wir wissen, dass wir in einem unbeschränkten, unlimitierten Universum leben und dass es nur darauf ankommt, dass ich mich als diese unbeschränkte, unlimitierte Schöpferpower anerkenne. Und jetzt aus diesem Grundsätzlichen heraus ins Spezifische. Wie ich andere Menschen kreiere, wie andere Menschen von mir bestimmt werden, wie sie in meinem Leben auftauchen, wie sie sich in meinem Leben verhalten, in welcher Rolle, in welcher Beziehung sie zu mir stehen. Ich habe ja gestern schon ein Video auch dazu hochgeladen, um dir das zu veranschaulichen. Jetzt habe ich hier nochmal eine Tabelle für dich vorbereitet, wo du erkennen kannst, welche Perspektiven so unglaublich wichtig sind zu beachten. Ich werde auch einige Beispiele hier nennen, dass du dir das besser vorstellen kannst. Hier gibt es zwei Perspektiven. Einmal, wie sehe ich mich selber? Und wie sehe ich die anderen? Und wenn du hier siehst, wie du dich selbst siehst, das heißt, was du für ein Selbstkonzept von dir hast, welche Annahmen du über dich selbst in dir trägst. Und dieses Ego-Selbstkonzept, das sagt uns immer wieder, zeigt uns immer wieder unsere Beschränkung auf, ja? Dieses, wie ich mich selbst sehe, da sind die Geschichten drin, Geschichten aus meiner Vergangenheit, insbesondere Ängste aus meiner Vergangenheit. Und wenn ich das hier nicht auf den Tisch lege und nicht wahnsinnig ehrlich zu mir bin, werde ich unbewusst diese Ängste auf
die anderen auf meine spezielle Person projizieren. Und das ist so, so wichtig zu verstehen, weil wenn ich selber Angst habe, ja, wenn ich annehme, es herrscht Gefahr, wenn ich annehme, ich könnte verlassen werden, wenn ich Angst habe, ich könnte verlassen werden, wenn ich Angst habe, ich könnte nicht gut genug sein, wenn ich Angst habe, irgendetwas Schlimmes kann in meinem Leben passieren, wenn ich Angst habe und glaube, ich bin eben nicht Divine Design. Immer getragen, immer unterstützt, alles ist für mich. Hier entsteht, wie ich mich sehe. Hier muss ich Klarheit haben. Ich muss ganz klare Klarheit haben, weil alles, was ich befürchte, denke und wirklich glaube, werde ich in der anderen Person sehen und ich werde äußere Umstände dahingehend interpretieren. Also ein Beispiel, Verlustangst, ja? Das haben wir alle bis zum gewissen Grad, weil wir sind alle so geprägt von unserer Gesellschaft und auch von unserem Schutzmechanismus, wo wir Angst bekommen, wenn wir verlassen werden. Wir sind oft alle verlassen worden in jungen Jahren von Menschen, die uns nahe standen, verlassen auch in dem Sinne, dass sie gestorben sind oder dass sie einfach unser Leben sonst aus irgendeinem Grund verlassen haben oder dass sie nicht zur Verfügung standen, ja, dass Eltern keine Zeit hatten, andere Sachen wichtiger waren und so weiter und so fort. Diese ganzen Umstände in unserem menschlichen Design, in unserem menschlichen Leben, kreieren Ängste, manche nennen sie auch Traumata in uns. Und diese Zusammenhänge, diese Ängste spüren wir eben am meisten, wenn es um eine Liebesbeziehung geht, wenn es um eine enge Beziehung geht. Und diese Ängste werden von der anderen Person reflektiert, weil ich es sehe in der anderen Person und äußere Umstände genauso bewerte. Also nehmen wir das Beispiel. Du fühlst dich nicht gut genug oder du hast das Gefühl, du kriegst nicht genug Bestätigung. Du hast das Gefühl, der andere hier sieht vielleicht dich nicht so wichtig. Der andere hat dich vielleicht nicht so lieb. Das sind wir hier in diesem unteren linken Kästchen. Du glaubst, dass der andere vielleicht andere Sachen wichtiger hat, wieder andere Prioritäten. Alles aus dieser Urverlustangst heraus. Dann passiert Folgendes. Banal eigentlich. Du kriegst keine Antwort auf eine Nachricht, die du schreibst. Ja, das ist ein äußerer Umstand. So, jetzt bewertest du das. Du alleine aus deiner Perspektive, aus dem, was in dir aktiv ist an Ängsten. Du siehst es, du siehst und bewertest. Dieser äußere Umstand, dass du einen halben Tag lang oder vielleicht sogar einen Tag lang ignoriert worden bist, keine Antwort auf deine Nachricht bekommen hast, da ziehst du Rückschlüsse, da machst du Annahmen. Da glaubst du, dass der andere etwas anderes wichtiger findet. Da glaubst du vielleicht, dass du etwas falsch gemacht hast. Da glaubst du vielleicht, dass der andere sich plötzlich abwendet. Da glaubst du vielleicht, dass er vielleicht sogar jemand anders hat. Dass er dich belügt, dass er dich betrügt, dass er irgendetwas zu verstecken hat und so weiter und so fort. Das sind alles deine Annahmen, die du machst, aus einem äußeren Umstand, den du siehst und bewertest. Und dann passiert eben wieder Folgendes. Du fängst an, deine spezielle Person, deinen Partner,
genauso zu sehen, ja, auf Basis deiner Rückschlüsse, was du glaubst, was er von dir glaubt, weil er sich nicht gemeldet hat oder weil er sich irgendwie nicht in der Art und Weise gemeldet hat, wie es dich bestätigen würde, dass er dich mag oder dass du wichtig bist. Und dann fängst du an, die andere Person so zu sehen. Du siehst ihn als jemand, der dich nicht liebt. Du siehst ihn als jemand, der dich jederzeit verlassen möchte. Du siehst ihn als jemand, der nicht zuverlässig ist, dem du nicht vertrauen kannst. Du siehst ihn als jemand, der vielleicht sogar wankelmütig ist. Du siehst ihn als jemanden, der vielleicht selber ängstlich ist. Du siehst ihn als jemanden, der womöglich nicht stabil ist in seiner Persönlichkeit. Du siehst ihn als jemanden, den du letztendlich ablehnst. Das ist immer dieses Krasse, ja? Wir fangen hier an, anhand von irgendwelchen Umständen, äußeren Umständen und Situationen, nehmen wir Rückschlüsse auf uns, glauben, wie der andere uns sieht. Das machen wir alles ganz, ganz, ganz alleine. Und hinterher sehen wir hier den anderen. Genau unsere Geschichte, ja, unseren äußeren Umständen, unseren Rückschlüssen entsprechend sehen wir die andere Person. Und hier fängt dieser Spiegeleffekt an zu sein, diese Reflexion. Ja, weil ich mich selber als nicht gut genug, als nicht geliebt genug, als nicht wichtig genug, als nicht Priorität genug sehe, fange ich an, äußere Umstände in diesem Mangel, in dieser Interpretation gegen mich zu bewerten. Also die Ursache liegt bei mir. Und so ist dieser Kreislauf und so passiert dieser Teufelskreis, weil dann sehe ich in dem anderen immer wieder genau die Person, die nicht zuverlässig ist, auf die ich mich nicht verlassen kann, der mich ablehnt, der mich eigentlich doch nicht so gerne hat, der lieber woanders wäre. Aber das ist alles auf meinem Mist gewachsen, aufgrund von äußeren Umständen und Situationen, die ich denn durch diesen Filter meiner Ängste und meiner Vergangenheit und meiner größten Sorge und meiner größten Befürchtung angenommen habe. Und nachher sitze ich da und habe genau diese Person aus meinem Gegenüber, aus meinem Partner gemacht. Und sie gefällt mir nicht. Er gefällt mir nicht mehr. Ich mag ihn nicht mehr. Ich mag ihn so nicht mehr. Ich mag ihn ja eigentlich und ich liebe ihn auch. Und ich weiß, dass er toll ist. Und ich erinnere mich an sein Divine Design. Ich erinnere mich an mein Divine Design. Ich erinnere mich an unser gemeinsames Divine Design. Aber irgendwie ist es verschwunden. Weil ich genau in diesen Teufelskreis reingeraten bin aus Angst. Weil meine ganzen tiefsten Ängste in dieser engen Beziehung wieder rausgekommen sind, die sind getriggert worden. Ich habe mich unsicher gefühlt. Ich habe mein Divine Design Selbstkonzept verlassen. Ich habe diese Energie verlassen, wo ich Schöpfer bin, wo ich geliebt bin, wo ich unter jedem Umstand gewollt bin, unterstützt bin, die großartigste Person bin, geliebt werde, weil ich weiß, wer ich wirklich bin in meinem Divine Design. Aber wir nützen immer wieder äußere Umstände dazu, um uns selber daran zu definieren, gegen uns, gegen unser Divine Design. Immer wieder in Richtung auf das, was wir schon mal in der Vergangenheit
erlebt haben, was uns verletzt hat und was wir einfach nicht mehr haben wollen. Und dieses große, große, große nicht mehr haben wollen führt dazu, dass wir es immer wieder haben. Und so ist es einfach so wichtig, dass du dein Selbstkonzept, dein ich bin göttlich, ich bin geliebt, so klar und tief und fest in dir verankerst, dass dein Ego meint, dir keine Geschichten mehr erzählen kann, dass irgendwelche äußeren Umstände oder Vergangenheiten irgendetwas zu sagen haben. Du bist die einzige Person, die etwas in ihrem Universum zu sagen hat. Und du musst eben wirklich daran arbeiten, dass das, was du sagst, dass das, was du wahrnimmst, das, was du interpretierst, deine Intentionen aus dem erfüllten Wunsch, aus deinem Divine Design, aus deinem Zustand der höchsten Perfektion, des Ich bin in Ordnung, mein Leben ist in Ordnung, mein Körper ist in Ordnung, meine Beziehungen sind in Ordnung, es ist alles in Ordnung. Ich darf mich entspannen, ich darf leben, ich darf lieben, ich werde nicht verletzt, weil ich kann nicht verletzt werden in meinem Divine Design. Weil etwas, was perfekt ist, was in Ordnung ist, kriegt keine Verletzungen. Und die Verletzungen kommen nur, wenn ich eben genau das, was ich vorher erklärt habe, in diesen Teufelskreis reingehe und alles dahingehend interpretiere, dass es gegen mich ist und dass es mich verletzt. Aber letztendlich verletzen nur mich, nur meine eigenen Gedanken und Annahmen. Und wenn ich das verstehe, dann erwache ich, trete ich ein in dieses Selbstkonzept, in mein Divine Design Selbstkonzept, in mein Divine Design Selbst, wo ich mehr und mehr diese Kraft und diese Power fühle, die aus mir herausgeht und wo ich wirklich erkenne, jede Situation wird von mir beurteilt und zu dem gemacht, was sie ist. Und alle damit zusammenhängenden Personen werden auch von mir zu dem gemacht, was sie für mich sind. Und da liegt unsere Power. Wir leben unsere Power aus. Wir manifestieren. Wir machen die Menschen zu dem, was wir glauben, was sie sind. Jeder Mensch verhält sich entsprechend deiner Welt, entsprechend meiner Vorgabe. Charaktereigenschaften, Verhaltensweisen, Reaktionen, die entstehen alle in meinem Kopf. Und ich reagiere entweder mit einer Reaktion, weil ich etwas sage, oder ich reagiere in mir. Ich mache zu. Ich ziehe mich zurück, weil ich glaube, der andere will mich nicht, weil ich glaube, ich habe etwas falsch gemacht, weil ich glaube, ich bin falsch und nicht gut genug. Und dieses, ich ziehe mich zurück, das ist ein ganz normaler Mechanismus. Aber ich kann mich nicht zurückziehen, weil das, was in mir läuft, läuft nach wie vor. Und wenn ich mich zurückziehe, wenn ich mich distanziere und gleichzeitig erwarte, dass der andere auf mich zukommt, das funktioniert energetisch nicht. Ich kann nicht sagen, ich ziehe mich zurück, weil ich verletzt bin. Und ich brauche dich, dass du auf mich zukommst und meine Verletzungen heilst. Und mir sagst, dass alles nicht so schlimm ist. Und mir sagst, dass du mich nicht verletzen wolltest. Und dass es dir leid tut. Zuerst muss ich mich selber von meinen Verletzungen befreien. Zuerst muss ich erkennen, dass es mir leid tut, dass ich mich verletzt habe. Dass
ich diese ganzen Verletzungen durch mein Denken, durch meine Annahme, durch ein verletztes Selbstkonzept, das ich in mir getragen habe, immer wieder rekreiert habe, weil ich dachte, ich bin eine Frau, die wird verletzt. Man verletzt mich, man verlässt mich, man enttäuscht mich, man belügt mich. Und dann sehe ich Verletzer, Enttäuscher, Lügner, wo überall ich hinschaue. Weil in jedem Menschen ist jede Version drin. In jedem Menschen ist ein Lügner drin. In jedem Menschen ist ein ehrlicher, offenherziger Mensch drin. In jedem Menschen ist ein Ego-Design drin. In jedem Menschen ist ein Divine-Design drin. In jedem Menschen ist Liebe und in jedem Menschen ist die Abwesenheit von Liebe und die Anwesenheit von Angst drin. Nur da, wo ich gerade stehe mit meinen Ich Bin. Ich bin göttliches Design. Ich bin das Ich Bin. Ich bin Divine Design. Ich bin Schöpferdesign. Meine Vorstellung, meine Annahmen, meine Gedanken kreieren und generieren. Wenn ich in diesem Design bin, muss ich im nächsten Schritt die absolute klare Disziplin an den Tag legen, die Dinge von meinem Divine Design erfüllten Wunsch heraus zu sehen, zu denken. Und zu fühlen ist dann nachher das Ergebnis. Aber ich muss erst sehen und denken. Hinterher harmonisiert sich mein Gefühl. Aber ich muss nicht den Fokus darauf legen, wie fühle ich mich, weil ich fühle mich noch verletzt. Ich fühle mich noch wie mein Ego-Design. Und gleichzeitig muss ich hinausspringen in mein Divine-Design und sagen, hallo, ich kann keine Rücksicht mehr darauf nehmen, dass mein Körper, der in meiner Vergangenheit noch lebt, diese Dinge noch widerspiegelt, sondern ich weiß, ich bin göttliches Design und ich gehe in meine göttlichen Perfektionsannahmen, in meine Schöpferannahmen, in meine Annahmen, in meine Perspektive aus höchster Liebe und Erfülltheit. Und ich sage, die Dinge sind erfüllt im besten Sinne für mich und logischerweise für meine Reflexionen. Und deswegen muss ich dafür sorgen, dass ich die Dinge für mich interpretiere. Jede Situation, jeden Menschen, dass ich merke, egal was ist, ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Und wenn diese Liebe nicht fließt, dann fließt sie, weil ich sage, ich bin nicht geliebt. Ich bin nicht gewollt. Nur deswegen, nur da kommt die Trennung zustande, weil ich die Trennung kreiere und manifestiere. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich hoffe, ihr versteht, wie wichtig diese Arbeit ist. Es ist wirklich eine Arbeit. Es ist ein Training. Es ist etwas, was mit wahnsinniger Disziplin zu tun hat, weil ich das, was ich so lange kenne, womit ich mich so lange identifiziert habe, sterben lassen muss, keinen Einfluss, keine Kraft mehr geben muss, nicht mehr glauben muss. Und ich komme da nur raus mit höchster Entschiedenheit, mit höchster Entschiedenheit. Und genau das ist es. Ich muss so entschieden sein für meine Wahrhaftigkeit, für meine Göttlichkeit, für meine göttliche Wahrheit, dass ich mich nicht mehr davon abbringen lasse. Und deswegen, ich stehe zur Verfügung im Moment noch für Coachings, für 60 Minuten, für 20 Minuten, dass du herausfindest, wo dich dein Ego-Mind, dein Ego-Bewusstsein noch versucht zu verarschen, weil es ist so oft, immer wieder höre ich das, ja, aber das ist nicht so, das ist der andere, ja, aber das denke ich nicht, das ist der andere, der das denkt. Meine Spezialität ist es dir wirklich aufzuzeigen, dass dein Verstand versteht, dass der andere das nicht denkt, sondern dass du es denkst, dass der andere es denkst und dass er es deswegen denkt. Und wenn du anfängst, anders zu denken, dann denkt jeder andere auch anders. Es ist absolutes Gesetz, weil du hier als einziger Schöpfer unterwegs bist. Und wenn du diese Aspekte von dir rausgibst,
mit denen du im Prinzip nichts mehr zu tun haben möchtest und sie dir andere spiegeln, geht es für dich darum anzuerkennen und sagen, scheiße, ja, ich habe Angst, ja, ich bin bereit, dieser Angst in die Augen zu schauen und zu sehen, dass sie mir nichts antun kann. Das ist eben dieser ganze Prozess, diese Transformation. Aber zuerst ist dieses Verständnis dieser Zusammenhänge so, so wichtig. Weil sonst wirst du deinem Ego immer wieder erlauben, dich in Situationen, in Beziehungen reinziehen zu lassen, in die du eigentlich gar nicht möchtest, weil du halt immer noch glaubst, dass das so sein muss und dass die Welt halt so ist und dass die äußeren Umstände halt so sind und sie von dir nicht verändert werden können, weil du nicht glaubst, dass du sie so manifestiert hast, dass sie dich nur deinen Seinszustand zeigen. Und jede Krankheit, alles, was dir zeigt, dass du limitiert bist, dass du eingeschränkt bist, dass du von äußeren Umständen dazu gebracht worden bist, die zu sein, die du bist, möchte dich nur auffordern, dich daran zu erinnern, wer du in Wahrheit bist. Und dann dreht sich alles. Dann dreht sich dein ganzes Leben. Dann gibt es einen riesengroßen Turnaround vom Opfer zum Schöpfer. Und dann, wenn du dich als Schöpfer anerkennst, dann musst du auch in eine Schöpferrolle, in eine Leadership-Rolle bereit sein, einzutreten. Und auch da wieder geht es Level up, um immer ein Stückchen weiter. Das ist eine Lebensaufgabe. Divine Design heißt, ich kreiere ein ganzes Leben, eine ganze Welt aus meiner Vorstellung heraus. Und es ist ein never-ending Wachstum. Es ist ein never-ending Aha. Es ist ein never-ending Erlebnis dessen, was du erfüllen kannst. Du kannst jede Situation erfüllen. Du kannst jeden Moment erfüllen. Du kannst jeden Menschen erfüllen. Und dann erfüllen dich Situationen, dann erfüllen dich Momente und dann erfüllen dich Menschen. Und dann kommst du zu einer erfüllten Beziehung. Aber es fängt alles bei dir an, denn du bist Schöpfer. Also klick, like, bitte teilen. Dieses Wissen muss raus. Wir müssen uns unserer Kraft und Macht bewusst sein, damit wir sie endlich dahin lenken können, wo wir es gerne hätten, in ein erfülltes Leben, in erfüllte Beziehungen, in erfüllte Jobs, in erfüllte Businesses. Weil es möglich ist, haben wir den Wunsch so stark. Wenn du diesen Wunsch so stark hast, jeder Wunsch ist so stark in dir, weil er nur sagt, ich bin hier, damit du mit mir eins wirst. Werde eins mit deinen Wünschen. Schreib mich gerne an für Coachings. Ich mache dir auch gerne längerfristige Angebote und Packages, weil es ist eine Sache, die für unseren Ego-Mind auf horizontaler Ebene stattfindet, obwohl es energetisch alles im Jetzt stattfindet. Das ist, wie es ist. Wir sind horizontale menschliche, fleischliche Wesen in einer eigentlich vertikalen energetischen Timeline. Alles ist möglich, auch für dich. Und wir sehen uns ganz bald.